Euch den nächsten Speaker vorstellen, Johannes Ragam aus Graz von Blue Dynamics Alliance. Hat schon viel mit Kalender und Datumsgeschichten gearbeitet und wird uns jetzt über ein spannendes Projekt namens Cloud Up Events, also Events und Cloud Weiterentwicklung, erzählen. Genau. Alles Weitere überlasse ich Johannes. Hallo, also wie gesagt, ich heiße Johannes Ragam. Willkommen zu meinem Vortrag Save the Dates über das neue Kalender-Framework Blown Up Event. Zu meiner Person zunächst. Im IAC-Channel nenne ich mich oft Ted und in diversen Logins ist mein Name Ted oder Ted-Ted oder Ted-Ted-Ted, je nachdem, was gerade frei ist. Und meine Firma lautet Programmatik, das ist ganz neu, eigentlich erst seit kurzem. Und ich komme aus dem Osten von Österreich, aus Graz. Bin seit 2010 Blue Dynamics Alliance Partner und habe bei der Blue Dynamics Alliance beim Jens Klein ein Praktikum im Jahr 2008 gemacht. Mache seit 2002 Sachen mit Soap. Anfangs war es dass ich ja Webseiten übernommen habe, betreut habe für die Schule für Dichtung in Wien. Die ist Pre-CMF-Webseite, die mit Zoop aufgezogen ist. Und Teile der Webseiten laufen noch immer mit der Architektur. Und war dann auf der Suche nach einem optimalen CMS. Und eins meiner wichtigsten Voraussetzungen war, dass ich jeden Aspekt der Webseiten so gestalten kann, wie es notwendig für das Design, das ich von einem Designer bekommen habe, irgendwie war. Und dass multilinguale Eingaben, also Eingaben in anderen Zeichensätzen als ASCII möglich sind. Bin dann irgendwie auf Blown gekommen und ja, komme eigentlich aus der PHP-Welt. Bis 2005, also eh schon lange nicht mehr. Nämlich zu dieser PHP-Geschichte. Ich habe in Graz zusammen mit einem Partner Community aufgezogen, so einen Online-Kalender für Veranstaltungstermine. Das nennt sich g24.at. Und wir haben das System mit PostNuke umgesetzt. Das ist so ein recht altes System. Es läuft noch auf einer technischen Architektur 3. Mittlerweile heißt PostNuke Zikula und ist noch immer aktiv in Entwicklung. Und G24, die Webseite, schaut ungefähr so aus. Also wir haben eben einen Schwerpunkt der Veranstaltungstermine, ein Kalender, ein Forum und bestimmte Termine werden so gefeatured und so. Es ist eigentlich für Graz nicht ganz eine unrelevante Seite. Also es ist, wir haben so zu Hochzeiten Hits, also 10.000 Unique-Visits gehabt oder so. Und das ist dann aber 5.000, das war wirklich nur ein Spitzendings, 5.000 so über einen längeren Zeitraum und mittlerweile bewegen wir uns bei 1.000 bis 2.000. Wir sind ein bisschen ein Opfer von Facebook geworden quasi, weil das Netzwerk ist eigentlich obsolet geworden mittlerweile. Und der Veranstaltungskalender, wenn viel los war in einem Monat, schaut so aus. Also es sind so Veranstaltungen aus dem Musik- und Kulturbereich. Wir haben keine Theaterveranstaltungen angekündigt oder Opern. Das ist nicht ganz unsere Zielgruppe, aber vielleicht, ja, kann sich ja noch ändern. Und mittlerweile sind nicht mehr so viele Veranstaltungen auf G24, das ist ein bisschen eingeschlafen. Wir wollen das aber relaunchen dieses Jahr mit dem Blown Framework und eben wegen diesem Terminschwerpunkt wird, also dann kommt mein Engagement für Blown Up Event eigentlich her. Ich möchte es mit Blown Up Event hochziehen und mit Dexterity-Inhaltstypen. Und eine wichtige Sache dabei ist, dass es dynamische Schemen geben soll. Also ich möchte zu einem Forum-Posting, es wird dann nicht mehr wirklich ein Forum-Posting sein, aber zu einem Inhalt, den man irgendwie publiziert, irgendwie sagen können, der soll jetzt ein Termin sein oder nicht, irgendwie so hin und her switchen. Und das ist mit Dexterity möglich. Und wir wollen unsere Termine mit dem Kulturserver Graz synchronisieren, weil die Verwaltung und Administration ist quasi nicht handelbar mehr. Und der Kulturserver Graz, das wird vielleicht über KalTAF passieren, das ist meine Vision und das wäre sehr super. Also komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Der Kulturserver Graz
ist quasi der Veranstaltungskalender für Graz, von der Stadt Graz betrieben. Der basiert auch auf ZOB seit langem, seit sicher schon 8 Jahren oder so. Das hat der Michael Haubenwallner unter dem Namen D2M gemacht, der auch für Pläne ZOB und ZOB.org zuständig ist. Und das schaut so aus, das ist die Tagesübersicht von diesem Kulturserver Graz. Also da findet man, wenn man irgendwie Lust hat, ja, muss Konzerte anzusehen, dann schaut man am besten danach, weil da ist einfach alles versammelt, was in Graz passiert. Okay, also Blown Up Event ist jetzt da, um irgendwie die aktuelle Situation in Blown zu verbessern. Die schaut so aus, dass die Terminimplementierung auf den Arte Content Types basiert, also in diesem Paket irgendwie implementiert ist und Archetypes-basierte Terminimplementierung. Den AT-Event gibt es seit 2004 oder vielleicht ein bisschen länger. Also ich habe gestern irgendwie in den SVN-Logs, also im GitHub eigentlich mittlerweile nachgeschaut. Und die Features und die Implementierung ist mittlerweile überholt. Es hat sich ja nicht wirklich viel geändert seit 2004. Überholt deswegen, weil das Data im Widget nicht mehr modern ist. Es ist und es gibt keine Ganztagestermine. Das ist ein Feature, das oft irgendwie gefordert worden ist. Und keine Terminwiederholungen in AT-Event, also keine Recurring-Events, keine Zeitzonen und eine mangelhafte iCalendar-Unterstützung sowie überhaupt eine veraltete Infrastruktur. Und all das versucht Blown Up Event irgendwie halt zu verbessern. Terminwiederholungen, Zeitzonen und Ganztagestermine, das hat übrigens dieser Postnik-Kalender aus dem Jahr 2002 schon können. Und die Abhängigkeiten von dem Arte-Content-Type sind sehr verwoben. Also die einzelnen Funktionalitäten sind einfach quer durch Blown verstreut, was auch Probleme mit sich bringt. Dann ist da eine Folie verloren gegangen. Es gibt den CMF-Kalender. Das ist so dieses Urzob-Kalender, die Urzob-Event-Implementierung, die stammt aus dem Jahr 2001, aus dem Frühjahr. Und da ist ein CMF-Event-Typ drinnen definiert. Und der CMF-Kalender ist von Archetypes verwendet worden, also von Arte Content Types für die Terminimplementierung dort. Und mittlerweile werden aber nur mehr ganz wenig Dinge verwendet. Und das einzige Package, das wirklich darauf irgendwie dependent auf diesen CMF-Kalender, also das, den CMF-Kalender im Blown Core wirklich verwendet, das ist das Kalender-Portlet. Okay, und Blown Up Event. Da möchten wir diese Ziele erreichen und auf die gehe ich jetzt im Folgenden näher ein. Also es soll Dexterity und Archetypes aware sein. Dexterity und Archetypes sind diese Content-Typen-Frameworks. Und es gibt einen Archetypes-Inhaltstyp, der implementiert ist bereits, und Dexterity-Behaviors. Und dieses Behavior-Konzept ist relativ mächtig, weil man kann nämlich so ein Basis, also es gibt unterschiedliche Felder, die man hinzu konfigurieren kann zu einer bestimmten Klasse und dadurch einen Typ mit mehr Informationen aufladen kann. Also es gibt einen Basistermin, der einfach Start- und Endzeit und Ganztagestermine und die Zeitzone irgendwie definiert hat. Also das ist das Set, wo ich mir gedacht habe, die haben nämlich implementiert die Dexterity Behaviors, haben gedacht, das ist irgendwie so das Basisset, das einen Termin mindestens ausmachen sollte. Dann gibt es eine Erweiterung mit Recurrence Events, also dass es diese Wiederholungsregeln unterstützt. Dann kann man noch eine Location zu einem Termin hinzufügen, Teilnehmer und eine Kontaktadresse. Und es gibt einen Beispieltyp, der mit Generic Setup implementiert ist, also so eine XML-Konfiguration, die Behaviors zunutze macht und einfach einen Typen installiert, der dann über das Hinzufügen-Menü im Blown hinzugefügt werden kann. Und unsere Views und Searches, also das Kalender-Portlet, das Event-Portlet und Event-View und etc.,
die unterstützen Archetypes und Dexterity zur selben Zeit. Das ist derselbe Code und es wird nach Archetypes und Dexterity Terminen gesucht und da wird einfach beides funktioniert mit beiden Typen. Dann die Kapselung und Unabhängigkeit von Blown-Up-Event bedeutet Folgendes. Wir möchten möglichst wenig Abhängigkeiten neu einführen und bestehende Abhängigkeiten so gut wie möglich lösen. Also Archetypes und Dexterity ist eigentlich komplett optional. Man kann, also wenn Dexterity nicht installiert ist, dann wird dieses Feature auch nicht angeboten. Es funktioniert über diese Conditional ZCML Includes. Und Archetypes dasselbe. Das würde jetzt bedeuten, wenn Archetypes in einer zukünftigen Version von Blown rausfallen sollte, was wahrscheinlich nicht so schnell passiert, aber irgendwie so die Vision ist, dürfte das für Blown Up Event kein Problem darstellen. Und wenn, ist das einfach zu fixen. Und das sehe ich ein bisschen so als Blaupause, wie man diese, also die Implementierung, wie wir das gemacht haben, sehe ich als Blaupause, wie man diese Abhängigkeiten aufdröseln kann. Blown-up Event soll auch deinstallierbar sein. Wenn man das Feature nicht möchte, dann soll man das auch deinstallieren können. Das ist dann doch einige Packages, die damit im Zusammenhang stehen. Und wenn man das überhaupt nicht braucht, Blown unnötig aufladen. Dass das funktioniert, müssen andere Packages auch möglichst geringe Abhängigkeiten auf Blown-up Event haben. Also zum Beispiel Blown-up Portlet. In diesem Paket sind Event- und Kalender-Portlets definiert und die würden, werden sie weiterhin da drinnen, eine Abhängigkeit auf Blown-Up-Event einführen, weil die einfach die Funktionalität von Blown-Up-Event verwenden. Das ist rausgelöst in unserem Paket. Es soll weniger Legacy-Abhängigkeiten geben, der CMF-Kalender ist zum Beispiel nicht mehr notwendig in Zukunft. Und möglichst wenig ZOP-Date-Times sollen verwendet werden. Das ist ein Paket, das Datums- und Zeitobjekte zur Verfügung stellt. Und das kommt aus einer Zeit, wo in Python eine gut genug Implementierung noch nicht vorhanden war. Okay, also aktuell haben wir die Art-Content-Types, CMF Blown mit dem Kalender-Tool und Views und etc. und den CMF-Kalender. Und all diese Abhängigkeiten sind in Zukunft nicht mehr notwendig, weil wir die Funktionalitäten aufgesplittet haben in unterschiedliche Pakete. Die wären Blown Up Event. Das ist die Blown Up Event stellt die Dexterity Behaviors zur Verfügung, den Archetypes-Content-Typen, die iCalendar-Export-Funktionalität, Zeitzonen-Unterstützung und etc. Und alles, was man generalisieren kann, steckt in Blown Events drinnen. Das hat vielleicht noch Potenzial, dass da mehr reinkommt in Blown Event. Aber im Moment sind so Zeit-, Datumsfunktionen, Hilfsfunktionen drinnen und die Recurrence-Kalkulation, also die Kalkulation der einzelnen Terminvorkommen bei den sich wiederholenden Terminen. Dann gibt es den Product State Recording Index, das ist ein Index, der Recording Events unterstützt. Das funktioniert so, dass es ein Drop-in Replacement für den aktuellen Date Index, also soll mit dem kompatibel sein. Und das funktioniert so, dass für jedes Vorkommen von einem Termin ein eigener Index-Eintrag geschrieben wird. Wenn man dann danach sucht, nach einem bestimmten Termin, zu einem bestimmten Datum, bekommt man auch ein wichtiges Ergebnis, wenn zu einem Datum, wo ein Termin nur eine Wiederholung hat und nicht das Startdatum beispielsweise gesetzt ist. Also funktioniert ganz gut. Da gibt es eine Alternative dazu, vom Lennart Regepog stimmt, den Blown Up Event Index. Und es ist noch nicht ganz klar, welchen von beiden Indizes wir verwenden. Der Blown Up Event Index hat die Besonderheit, dass er ein Lazy Index ist, der quasi nur bei Suchen, quasi, also wenn man danach sucht, dann werden noch fehlende Index-Einträge nachindiziert.
Okay, und da gibt es ein Plone Form Widget Datetime, das ist diese Datums-Widget-Implementierung. Und im Moment ist dieses Datums-Widget im CMF-Plone drinnen. Also das wäre dann einfach rausgelöst. Unterstützt Archetypes und Z3C-Forms-Widgets. Ebenso das Plone Form Widget Recurrence. Dieses basiert wiederum auf jQuery Recurrence Inputs JS. Das ist ein jQuery Plugin und hat dadurch das Potenzial, dass es auch außerhalb der Python-Welt verwendet wird, beispielsweise. Es ist beides im Rahmen von Plone Up Event geschrieben worden und das hat zumindest das Potenzial, dass es eine weitere Verbreitung findet. Und iCalendar. iCalendar ist ein iCalendar Parser, also so diese iCalendar ist ein Standard, RFC 2445 hat einmal geheißen, mittlerweile ist es 5545, glaube ich, und dieser Parser wird auch außerhalb der Plone-Welt verwendet, von anderen beiden Projekten. Genau, da gibt es das Python Date Util, das bringt uns die Rekurrenz-Kalkulations-Basis-Tools. Damit kann man, also diesen Python Date Util kann man RFC, also iCalendar-kompatible Rekurrenz-Definitionen übergeben und dann rechnet dieses Paket einfach jedes Vorkommnis des Termins aus. Ziemlich klasse. Und dann gibt es PyTZ, also alle Time-Zeitzonen-basierten Funktionalitäten basieren auf den PyTZ-Zeitzonen. Das ist mehr oder weniger, de facto Standard nicht, aber es implementiert die Olsen-Database, die jährlich ein paar Mal abgedatet wird und PyTZ zieht immer rechtzeitig nach und das hat immer sehr akkurate Zeitzonen-Definitionen basierend auf der Olsen-Database. Die Olsen-Database ist der de facto Standard für Zeitzonen im technischen Bereich. Ist das Mikro schnell runtergefallen? Ich halte es einfach weiter. Okay, dann zu den weiteren Eigenschaften. Das war jetzt irgendwie die Kapselung von Plone und wie wir die einzelnen Funktionalitäten aufgeteilt haben in unterschiedliche Pakete. Die weiteren Eigenschaften von Plone Up Event wären, dass wir standardkompatibel sein möchten. Also das bezieht sich im Moment eigentlich nur auf diesen iCalendar-Standard. Aber es gibt auch Pläne, das Richtung CalDAV zu erweitern oder CardDAV. CalDAV ist Kalender-Server-Implementierung basierend auf WebDAV. Damit können unterschiedliche Kalender Termine automatisch austauschen. Und CardDAV und VCard, das wären dasselbe für Adressen. Also VCard kennt man wahrscheinlich, wenn man jemanden eine Visitenkarte per Handy schickt. Das macht auch für Plone Up Event Sinn, insofern, dass ein Termin oft einen Kontakt besitzt und dieser Kontakt sollte eigentlich VCard-kompatibel gestaltet sein. Ah ja, und dann gibt es ein modernisiertes Date-Time-Widget. Basierend auf dem jQuery-Tools Date-Input-Widget, Unterstützung für Ganztagestermine, habe ich schon erwähnt, und dieses jQuery-Tools Date-Input-Widget schaut so aus. Das ist jetzt die Termineingabe und das ist das neue Widget, das da aufpoppt. Wir haben immer noch die Dropdown-Felder. Dieser Bereich des Datums-Widgets ist einer, der noch überarbeitet gehört. Da gibt es noch ein paar Probleme. Zum Beispiel, super wäre es, wenn man, so wie das heutzutage fast schon üblich ist, dass man nur so ein normales Eingabefeld präsentiert, wo man das Datum hineintippen kann, wenn man möchte, oder wenn man hineinklickt, poppt dann so etwas auf. Aber eben, das muss man ein bisschen implementieren. Hier sieht man, dass der Termin ein Ganztagestermin ist und da wird die Zeitkomponente von diesem Datumswidget nicht angezeigt, wenn man den Ganztagestermin eingeschalten hat. Und hier
das kommt dann aber später, ist die Event Recurrence, das Event Recurrence Widget. Okay, also Recurring Events werden unterstützt nach dem iCalendar Standard und es ist unglaublich flexibel. Mit der neuen Version des iCalendar Standards leider etwas weniger flexibel geworden, dadurch auch weniger komplex, aber immer noch flexibel genug, damit man eigentlich fast jeden Fall abdecken kann. Und wir unterstützen Zeitzonen. Auf Portalebene, Terminebene und geplant ist auch, dass einzelne User eine Zeitzone definieren können, sodass sie Termine in ihrer eigenen Zeitzone angezeigt bekommen, beziehungsweise wenn sie einen Termin anlegen, dieser gleich in ihrer eigenen Zeitzone angelegt wird. Zu der Zeitzonenunterstützung ein kleines technisches Detail. Wir speichern die Zeitzone in einem eigenen Feld im Termin und alle Daten werden in UTC umgewandelt. Damit glauben wir, dass wir irgendwie einiges an Zeitzonenkopfzerbrechen irgendwie verhindern können. Das ist nämlich ein recht komplexes Thema. Das ist das Recurrence-Widget. Und mit dem Recurrence-Widget steht und fällt die Aufnahme von der Recurrence-Funktionalität, also von der Terminwiederholungsfunktionalität, in Blown Core. Also das muss wirklich gut funktionieren, damit wir die Recurrence-Funktionalität auch gleich einmal in Blown reinbringen können. Man kann da oben unterschiedliche Wiederholungsmodi auswählen, zum Beispiel täglich, monatlich, jährlich etc. Und hier hat man, also je nachdem, was man da oben einstellt, bekommt man unten eine Liste an Terminen und auch einen Paging-Schalter, wo man, es werden 10 pro Seite angezeigt und dann kann man weiterklicken. Man kann Termine hinzufügen, die außerhalb dieser Terminregel definiert sind und einzelne Termine, die nicht in der Terminregel, also die halt eine Ausnahme von der Terminregel sein sollen, kann man auch irgendwie deaktivieren, wie diese beiden hier, die sind deaktiviert. Und dieser Termin ist extra hinzugefügt. Jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Das hat Lennart Regebro und der Rock Gavas irgendwie gemeinsam gemacht. Ja. Also es gibt ein neues Kalender-Portlet, das Dexterity und Archetypes Inhaltstypen unterstützt. Und die Infrastruktur von Plone-Up Events ist im Allgemeinen modernisiert worden. Wir verwenden nicht mehr Plone Test Case als Test-Infrastruktur, sondern Plone-Up Testing. Und diese Config-Page mit den Termineinstellungen, die ja aus Plone-Up Control Panel hinausfällt und in Plone-Up Event implementiert ist, die unterstützt, also die verwendet diese, wie heißt das schnell? Dieses neue Dictionary-Format, Plone Registry, genau. Danke. Das ist das Portlet. Neu implementiert und wenn man drüber fährt über einen Termin, bekommt man beispielsweise hier die Termine gleich in einem Pop-Up-Overlay angezeigt. Und man kann direkt zu einem Termin dann springen. Okay, es gibt noch einige Sachen, die zu tun sind. Nämlich erstens einmal grep-rd-to-do, also alle To-Do-Einträge in allen Packages, mal, die im Code verstreut sind, noch einmal reviewen, schauen, ob sie noch valide sind und abhacken. Dann müssen Tests geschrieben werden. Irgendwann haben wir aufgehört, die Tests immer wieder mitzuziehen, weil es ist dann immer mehr, ja, keine Ahnung, jedenfalls müssen Tests geschrieben werden. Nicht nur gefixt, also die Tests, die im Moment fehlen, können nicht nur gefixt, sondern es müssen auch neu geschrieben werden. Es muss ein Migrationspfad angeboten werden von alten AT-Events zu neuen. Es kann sein, dass es mit dem Reindizieren der ganzen Seite getan hat, aber würde ich jetzt nicht darauf schwören, ich habe es noch nicht ausprobiert. Index-Benchmarks müssen gemacht werden und das haben wir auch dran und es schaut gar nicht so schlecht aus. Also der Data Cooling Index, sofern er keine
Recurrence Rule zu verarbeiten hat, also so werden es keine Recurring Events indiziert werden, ist gleich schnell wie der Date Index. Aber das, wenn man beispielsweise eine unendliche Recurring-Regel eingibt, muss das Indizieren irgendwann abgebrochen werden, weil das würde sonst einfach unendlich lang dauern. Das Date-Time-Widget muss modernisiert werden, überarbeitet werden. Da haben wir aus unterschiedlichen Paketen den Code zusammengeführt. Und das unterstützt eben Archetypes und ZCC-Forms gleichzeitig, aber dadurch hat es auch mehr Komplexität irgendwie wieder, ist da mehr Komplexität eingeführt worden. Das muss überarbeitet werden. Dann muss das Ganze dokumentiert werden, eine API-Dokumentation gemacht werden, etc. Und zum Review für Aufnahme in den Plone Core submitted werden. Der Plan ist, dass ich in dieser Woche noch einen Alpha-Release rausbringe, sodass das schon nochmal vielleicht eine breitere Verwendung finden kann. Der Ausblick, also es gibt noch ein paar offene Felder, wo man noch irgendwie mehr Funktionalität reinbringen könnten, wie beispielsweise bei Terminwiederholungen kann es möglich sein, und das ist gar nicht so ein seltener Use Case, dass die Beginn- und Endzeiten bei den einzelnen Wiederholungen anders sind als vom Ursprungstermin. Und die Texte können sich ebenso ändern. Das wird im Moment nicht unterstützt. Aber da gäbe es natürlich Möglichkeiten, dass wir das in Zukunft reinbringen. Dann der iCalendar, die iCalendar-Standardtypen Journal, To-Do und Alarm könnten wir irgendwie auch implementieren und zur Verfügung stellen, um einen richtigen Kalenderserver implementieren zu können. Dann die CalDAV-Schnittstelle, die ich schon angesprochen habe, mit der man dann unterschiedliche Devices synchronisieren kann. Und eine CardDAV-Schnittstelle. Und dann hätten wir von der Funktionalität etwas, was dem Google-Kalender fast gleich kommt, glaube ich. Das Ganze kann man ausprobieren. Es gibt eine GitHub Collective Webseite, die findet man ganz oben, also http://github.com/collective/blown-up-event. Dort findet man auch die Git-URL, die man auschecken kann. Und das wird eben standardmäßig installiert. Man muss das Bootstrap laufen lassen, Build-out laufen lassen und am besten die README und die Sources-Config durchlesen, was drinnen steht. Und dann sollte das Paket hoffentlich auch erfolgreich installiert werden können. Es gibt Möglichkeiten, Arbeit beizutragen. Am besten, man forkt das ganze Projekt einmal und sofern man keine Schreibberechtigungen auf dem Collective oder Plone GitHub Pages hat. Und Pull-Requests submitten, falls es irgendwelche Fehler gibt oder Funktionalitäten, die man reinbringen möchte. Kann auch einen Sprint sponsern. Es hat schon einige gegeben bis jetzt. Der letzte war letzte Woche, der Artsprint in Wien, weil der Lennart Regebrauer vor Ort war. Und ja, das war's. Danke. Ja, also es geht darum, Datum im Recurrence-Widget zusätzlich einzugeben. Ich gehe mal zurück auf diese Seite. Das muss man anschauen können. Ja. Da unten meinst du, gell? Also das ist auch ein typischer Use Case, dass man eine Veranstaltung beispielsweise, die eine bestimmte Recurring-Regel
mit einer bestimmten Recurring-Regel beschrieben werden kann, wie beispielsweise jeden zweiten Dienstag soll eine Veranstaltung stattfinden und zusätzlich an einem anderen Tag auch. Also das ist etwas, was irgendwie eigentlich ein typischer Use Case ist. Gerade Theaterveranstaltungen beispielsweise haben nicht ganz... Ja, also ja. Ja, ja. Und kann ich noch irgendwelche dazugeben? Und jetzt haben wir ja vorher gesagt, eigentlich müsste das ja bis zum Ende irgendwie Also das funktioniert intern so, dass dieses Recurrence-Widget generiert einen Recurrence-String, quasi etwas, was man direkt so in das iCal-File, dieses Textdatei, rausschreiben kann. Das ist ein String, der eine bestimmte Syntax hat und wenn man da jetzt ein Datum zusätzlich eingibt, wird dieser String an eine Plone-View geschickt, die alle Wiederholungen ausrechnet und per JSON zurückliefert. Beziehungsweise das funktioniert gebatcht, das wird immer nur so für die nächsten 10 die Termine zurückgeholt. Und was war nochmal irgendwie mit den... Ja. Ja. Das ist diese Black- und White-List, die ist auch im RFC definiert. Das sind nämlich die R- oder X-Dates, also R-Date ist einfach ein Recurring-Date, das zusätzlich zu einer Regel stattfinden soll und der X-Date ist ein Exclusion-Date. Und es kann eben mehrere Exclusion-Dates und mehrere Inclusion-Dates haben. Und in der ersten Version dieses RFCs war es sogar so, dass es mehrere Inclusion-Rules, also so eine Regel wie jeden zweiten Dienstag, geben hat können. Zum Beispiel jeden zweiten Dienstag und jeden Montag jedes dritten Jahres beispielsweise hat man kombinieren können. Und zusätzlich hat es noch eine Exclusion-Rule auch gegeben, aber die ist... Diese multiplen Rules und die Exclusion Rules sind rausgefallen im aktuellen Standard. Was ein bisschen schade ist, aber die Komplexität schon reduziert erheblich, glaube ich. Weitere Fragen? Ich bin übrigens bis am Freitag da und werde noch Möglichkeit versuchen, viel zu sprinten und Blonder Bevent weiterzubringen. Ich bin ansprechbar für weitere Fragen auch während der Zeit, wo ich da bin und würde mich freuen, wenn es Interesse gibt, beziehungsweise Leute, die vielleicht auch das einfach nur mal installieren wollen, da kann ich helfen. Es kann nämlich sein, dass wenn man das Bild halt laufen lässt, dass nicht alles ganz so, wie erzählt, problemlos abläuft, sondern dass es gleich ein paar Probleme gibt. Und, aber es lässt sich alles lösen. Ja? Nein, das nicht. Aber das... Ja? Also die Frage war, ob es oben in diesen Recurrence, also Repeat-Modi, eine relativ zu Ostern-Regel gibt. Nein, die gibt es nicht. Aber es gibt dieses Recurrence-Widget, das so implementiert, dass es... dass diese Recurrence-Modi via Templates definiert werden. Das heißt, dass man müsste dafür ein eigenes Template schreiben und hätte dann diesen Modi auch drinnen. Sofern es Python Date Util, also das Backend, auch unterstützt. Oder beziehungsweise der RFC-Standard. Ja? Ja. Na, die ist noch nicht implementiert. Ja? Ja? Das Verhältnis zu den anderen Kalenderprodukten im Plone-Umfeld ist so, dass das Projekt Plone Up Event ist in Köln beim Cologne Sprint gestartet worden und da waren der Vincent Frentin, der Tom Gross, der Andreas Jung und ich. Und das basiert ursprünglich auf den Konzepten von VS Event.
Und also das könnte man irgendwie einen direkten Vorläufer von Blown-Up Event irgendwie nennen. Aber wenn die Codebasis mittlerweile nicht mehr so viel gemeinsam hat, ist das eigentlich direkt aus einer Initiative von Andreas Jung raus entstanden. Dann gibt es aber noch einige andere Packages, die also zum Beispiel den iCalendar-Support von Blown verbessern und so. Und Recurring-Events und Funktionalitäten bieten. Und die funktionieren, glaube ich, alle für Blown, also für bestimmte Blown-Versionen, also sind mittlerweile die meisten nicht mehr so maintained. Und ja, also die sind jedenfalls irgendwie in diesem ganzen Umfeld zu sehen, aber direkt Code ausgeborgt von dort haben wir uns jetzt nicht. Dieses iCalendar-Package, das iCal-Parsing macht, das kommt von diesen Max M oder so. Und der hat auch einige Termin-Implementierungen geschrieben. Genau, also es ist schon ganz tief dort in dieser ganzen Blown-Tradition oder so, das ist alles, was schon vorher gearbeitet war, das fließt dann natürlich mit ein, aber es ist schon vieles neu geschrieben worden. Und der Lennart Wegebrot, der letzte Woche beim Artsprint war, das hat mir sehr gefreut, übrigens, weil den habe ich das erste Mal 2007 beim Snowsprint in Vorarlberg getroffen. Und da haben wir damals, ich war ein kompletter Blown-Newbie damals, also ich habe diese Komponentenarchitektur damals noch nicht so gut gekannt, das ist mittlerweile anders. Also dann habe ich dort getroffen und dort haben wir auch schon an einer neuen Terminimplementierung gearbeitet. Rausgekommen ist Calends und das ist nicht im Blown-Up Event drinnen, das was dort damals beim Snowspins quasi das Ergebnis war. Ja, ist aber nicht weiter schlimm. Beziehungsweise ja, der Lennart Regebauer war letzte Woche auch in Wien und da hat er einen Benchmark für den Index gearbeitet. Und ja, ist eigentlich recht viel weitergegangen. Ganz fertig sind wir mit Blown-Up Event noch nicht, aber es kann man schon mal ausprobieren und ich habe das jedenfalls vor, noch im ersten bzw. spätestens im zweiten Quartal dieses Jahres produktiv einzusetzen. Also bis dorthin werde zumindest ich das zu einem Status bringen, was für mich produktiv sehr gut funktioniert. Der Plan ist aber sowieso, dass es in den Core kommt. Das ist halt die Frage, wie viel Energie da ist, in den einzelnen offenen Bereichen reingeht, wann das passiert. Ja. Okay. Eine Frage noch? Ja? Wenn es das Feature, das Dexterity-Feature nicht gibt, dann werden die Dexterity-Erweiterungen auch nicht geladen. Das funktioniert einerseits über die ZCML, dass da eben, wenn ein bestimmtes Feature vorhanden ist, das reingeholt wird. Und andererseits muss man in der Setup-PI bei den Install-Requires gibt es zwar zusätzliche extra Install-Optionen für Archetypes und Dexterity. Je nachdem, was man verwenden möchte, muss man das dazu inkludieren. Das heißt, eigentlich, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass das mit Blown 3 funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert und das war überhaupt nicht mein Scope, aber es würde mich natürlich sehr interessieren, ob das geht. Das müsste man einfach einmal testen. Ja, ich glaube, dass die einfach die einzelnen Imports das nicht wirklich zulassen, weil wir verwenden halt die modernen Imports und das dürfte mit den alten, glaube ich, nicht gehen. Okay. Ja? Nein? Ja, gibt es nicht im Blown-Up Event, aber es gibt eine Erweiterung. Es gibt eben einige alte Erweiterungen, die genau das bieten. Und das könnte man natürlich auch da reinbringen und sie inspirieren lassen von der Codebasis anderer Erweiterungen. Beziehungsweise der Scene Upton hat genau so etwas, glaube ich, geschrieben. Oder vielleicht. Oder ich habe vor kurzem gesehen, dass es ein aktuelles Package gibt, das genau das implementiert. Das müsste man halt dann irgendwie mit Blown-Up Event allein und so, dass das mit diesem neuen Paket auch funktioniert, weil das passiert im Moment auf der alten Blown-Implementierung. Okay, danke.